Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du unter der aktuellsten, stabilsten Firefox-Version, in unserem Fall hier die Version 36, das Einstellungsmenü verändern kannst vom Aussehen her, und zwar wie es dann im Firefox 37, eventuell auch 38 erst aussieht. Das hängt ganz von Mozilla ab, wie sie und wann sie das Ganze einstellen wollen. Und zwar sieht das Startmenü bzw. das Einstellungsmenü, aktuell noch so aus. Kennt man ja eigentlich auch schon von den ganzen anderen Firefox-Versionen. Ich glaube, ab 1. oder 2.0 sah das hier genauso das gleiche aus. Was machen wir jetzt? Wir gehen wieder auf About, Doppelpunkt, Config. Und hier nochmal ein Hinweis, wenn ihr irgendwas einstellt in about.config, müsst ihr auch wissen was, ansonsten könnt ihr euren Firefox zerstören. Ich übernehme wie gesagt da oder hierfür keine Gewährleistung bzw. Haftung, wenn ihr irgendwas kaputt macht. So, dann suchen wir oben nach Preferences, haben hier den Punkt Preferences in Content, einfach nur einen Doppelklick drauf machen, geht auf Einstellungen. Und so sieht das ganze Einstellungsmenü dann aus. Sieht ein bisschen für mich so aus, nicht wie unter Google Chrome oder unter Opera, sondern irgendwie unter wie WordPress. Also auch von den Farben her, das sieht mir echt so ein bisschen nach WordPress ein bisschen aus. Aber ich kann mich natürlich auch da täuschen. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.